balancieren auf über 2400 Meter über Meer. Für gewisse ein Albtraum, für andere geht dabei ein Traum in Erfüllung. Balanciert wird dabei noch zusätzlich auf verschiedenen Seilen über den Highliner heisst die Extremsportart, die auf der ganzen Welt ausgeübt wird. Im Kanton Glarus haben Sportler aus der Szene ein Projekt entwickelt, wo sie zwischen einem mittleren Eckstock und hinteren Eckstock auf mehreren Ebenen Seile gespannt haben. Auch für die erfahrenen Highliner ein außergewöhnliches Projekt. Plötzlich hatte ich die Idee, eigentlich könnten wir so zickzackmässig Highlines aufspannen und den Berg besteigen. Und leider ist es nicht dazu gekommen, weil es ein bisschen alpiner jetzt war, als wir erwartet haben. Haben wir das Projekt ein bisschen vereinfacht und jetzt einfach vier parallele Lines gespannt übereinander. Also es ist sehr ein spezieller Mix, dass man alpin wirklich auch mehrere Lines spannen kann. Es gibt immer wieder alpine Projekte, wo man eine Highline spannt, aber dass man so vier übereinander spannt und das erst noch im alpinen Bereich, ziemlich sicher ein Novum auf dieser Welt. Über mehrere Tage war das Team auf dem Berg. Weil die Sportart wetterabhängig ist, ist das Zeitfenster, das man auf dem Seil balancieren kann, dementsprechend klein. Die Sicherheit steht bei der Ausübung, aber auch bei der Vorbereitung an oberster Stelle. Wir mussten von oben abseilen, Ankerpunkte installieren, das heisst bohren, Klebehöcke setzen, weiter abseilen, schauen, dass der brüchige Fels nicht auf uns oben landet und auch nicht auf den Klettersteigbegehr landet. Also man musste da extrem vorsichtig vorgehen. Also es hat schon einen Tag gedauert, bis wir überhaupt alle Höhen gesetzt haben, bevor wir überhaupt anfangen konnten, das Slackline zu spannen. Bevor das passiert, wird eine dünne Schnur mit einer Drohne von der einen Seite zur anderen geflogen. Erst dann kann das Slackline gespannt werden. Zum gesamten Projekt gehört aber mehr Material wie nur das Slackline, wo auch das erste Mal auf den Berg kommen muss. Nachher waren wir dann 13, 14 Personen, die dann wirklich auch die Highlines hier aufgeschleppt haben, weil das ist ja auch eineinhalb Stunden Zustieg bis hier rauf, wenn man schnell läuft. Schwere Rucksäcke, die man aufträgt. Und ja, nachher ist es auch noch von der Koordination her halt extrem anspruchsvoll, um vier Highlines gleichzeitig spannen. Wir sind eigentlich ein sehr, sehr eingespieltes Team, aber wir haben jetzt einfach gemerkt, hier auf dem Berg oben funktioniert es nicht gleich gut wie sonst, weil nicht jeder fühlt sich hier oben gleich wohl. Das merke ich mir auch beim Balancieren. Die Sportler sind zwar die ganze Zeit am Seil gesichert, eine kleine Windböe aber genügt und es kommt zum Sturz. Nicht nur Mut braucht es, sondern auch Können. Also es ist natürlich ganz unterschiedlich, je nach sportlicher Vorgeschichte, aber oft braucht es bis zu einem Jahr Training, bis man überhaupt auf so einer Line aufstehen kann. Und dann kommt halt noch die Angst dazu. Also wir haben auch Leute dabei, die jetzt seit 3 Jahren am Highliner sind und da komplette Blockaden haben und es nicht anbringen, jetzt auf dieser Line aufzustehen, weil es einfach die Angst noch eine riesige Rolle spielt. Das ist ein anspruchsvoller Sport, auch wenn es jetzt bei uns relativ einfach aussieht. Okay, also mit Tim loslassen! Eine Woche sind Sportler auf dem Berg. Wo das Wetter aber umgeschwenkt ist, heisst es, die 15 kg schweren Rucksack wieder zu packen und sich schnell an Abstieg zu machen.